So, willkommen zum nächsten Weihnachtsspecial Days Before Christmas. Das ist ein ganz nettes Jump'n'Run. Merry Christmas. Mit einem krass bösen Weihnachtsmann. Skill machen wir mal auf easy, einfach weil wir es können. Nee, press start to access. Yeah. Wir machen den motherfucking ersten Part. Ja, das sparen wir uns jetzt alles. So toll ist die Story bestimmt nicht. Okay, erstes Türchen. Santa's Hallway. Und da sind wir. Player One, get ready. Und wir sind Santa. Und wir können springen. Und wir können noch was. Wir konnten zumindest noch was. Ah ja, genau das. Dieser Winterstaub. Damit können wir Geschenke öffnen. Und soll ich unsere Kobolde befreien, unsere Wichtel. Wichtel, Wichtel, Wichtel. Und Leben können wir auch kassieren. Und Gegner können wir damit töten. Und ja. Das sei es erstmal gewesen. Und Bomben kommen auch raus. Die sind dann weniger gut. Wieder ein Wichtel gewichtelt. So, und jetzt gehen wir da mal hoch. Zack. Dun, 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 dun. Und. Safe State, sozusagen. Ach nee, das ist ein Leben. Das war ein Leben. Okay, das andere war Energie. Und das ist Energie. Siehst du? Das war Energie. Oh, wir können auch uns sofort bewegen. Es sieht auch geil aus. Ja, gut. Mehr gibt es in dem Spiel eigentlich kaum. Also, es ist jetzt nicht das Spiel schlechthin, aber man kann es spielen. Oh, Bombe. Bomben. Wie es Let's Play Markus sagen würde: Bomben. Oh, und ich habe sie die Hälfte vergessen. Egal. Wir machen es jetzt nicht wegen dem 100% Run, sondern einfach, weil es weihnachtlich ist. Let it snow. Pinguin. Wichtel. Böser Schneemann. Pinguin? Nee, Bomben. Ein Gegner kam raus. Okay. Was bekommst du? Bomben. Blöde Bomben. Böser Schneemann. Bah. Wichtel wieder. Ah, okay, das war das Level. Okay, ich dachte gerade, oh nee, jetzt bin ich gestorben. Okay. Ice Cave. Die Bilder sind geil. Ice Cave. Ice Cave. Ich denke mal, ich darf nicht runterfallen. Und da sind. Achso, ich hier. Oh, jetzt muss ich wieder den Super Mario in mir ausschalten. Ich da darf nicht auf die Gegner springen, weil die tun mir Aua. Was bist du? Achso. Yeah. Und wir haben einen. Wir haben Feuer. Wir können jetzt Feuer werfen anstatt Eis. Und Sprung. Oh Gott. Sprung ins Ungewisse. Oh, okay. Zack. Feuer. Feuer. Bomben? Nein. Energie. Jetzt schaue ich gerade mal, was auf der rechten Seite war. Ob da noch so ein Rentier war. Nein, okay, da war nix. Gut, dann gehen wir wieder links. Wölkchen. Die verschwinden natürlich. Was ist da drin? Nein, Energie. Und. Auf einmal kommt wieder Musik. Aber wir haben schon mal zwei von unseren Viechern hier befreit. Ich glaube, wir müssen runter. Scheinbar geht es noch weiter runter. Tatsächlich. Boah. Jetzt werden wir böser Weihnachtsmann. Böser Motherfucking Weihnachtsmann. Und speichern. Wow.
Okay. Es ist immer blöd, wenn man nicht sieht, wo man hin will oder hingeht. Wichtel? Wow. Was ist da drin? Auch noch ein Wichtel? Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht. Okay, Sprung gelungen. Stirb. Zack, zack. Wow, wow. Wow, was war das? Das war ja mal mies. Das war ja... Oh, Mann. Okay, Speicherpunkt. Ich komme da nicht mehr hoch. Okay. Zack, Bomben. Nein, Pinguin. Toter Pinguin. Anlauf! Okay. Toter Bello. Und es geht wieder weiter. Ich finde das komisch, dass die Musik irgendwann einfach mal aufhört und wieder anfängt. Das ist ein bisschen strange. Oh. Oh, ey. Okay, wie soll ich jetzt da hin? Okay, so wie immer. Gibt's noch irgendwo ein Rentier? Kein Lost Rentier mehr. Ich glaube, dann habe ich alle. Was bringen mir die Rentiere eigentlich? Okay. Next Level. Blue Magic. Oh, 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 das sagt mir noch was. Hm, das sagt mir noch was. Jetzt geht's ab ins Spielzeugland. Sozusagen. Da, wo die ganzen Spielzeuge herkommen. Mit dem hier. Und denen. Achso, oh, ja, genau. Ich habe es genau gemacht wie am allerersten, beim allerersten Mal zocken. Ich habe einfach mal den oberen falschen Weg genommen. Okay. Dann nehme ich jetzt den. Stirb. Noch ist alles einfach. Noch ist alles einfach. Darf ich da rein? Ich darf da rein. Der sieht. Achso, ich werde dann nur ein Paket, aber. Stirb. Okay. Weiter geht's. Noch so eine Maschine? Nee, diesmal will ich nicht rein, sondern nur drauf. Stirb. Kann die leider nicht töten, aber es ist... Ah, mach. Gegner? Oh nein, Energie. An sich ist es... Also, es ist echt noch einfach. Also, da kommen noch Sachen, wo man echt denkt, das... Hätte man jetzt so nicht erwartet. Oh, nein. Der verschwindet jetzt gleich. Und Energie. Brauche ich Energie? Ich nehme Energie. Energie. Tote Helikopter. Wir töten Spielzeug. Schon irgendwie komisches Spiel. Allgemein ist das Game strange. Du bist lass mich reden. Du bist zum einen so ein Nikolaus und siehst voll niedlich aus, wenn du hier so deinen Move machst. Und dann wiederum bist du so Satan-Nikolaus und dann kämpfst du wieder gegen Spielzeug, dann wieder gegen ultramuskulöse Schneemänner, wie wir später noch sehen werden. Es gibt auch Bosse in diesem Game. Das ist schon leicht. What the fuck? Also, was haben die Leute sich dabei gedacht? Aber na gut. Why not? So, tot. Wo geht's hin? Stern! Okay, weiter geht's. The Evil Snowman. Von dem habe ich geredet. Der kommt nämlich jetzt gleich. Nachdem ich hier noch ein paar von den Viechern habe. Okay. Jetzt weiß ich, wo ich ganz oft gestorben bin. Ich weiß es jetzt wieder, ja. Nämlich an diesem Eisding.
Ich hasse sowas, wenn man vorher nicht sieht, wo man hingeht. Das ist also schlimmer kann man es in einem Game eigentlich nicht machen. Stirb. Stirb. Okay, man sieht's doch. Ich war einfach nur zu hektisch. Okay, ich nehm's zurück, ich nehm's zurück. Tut mir leid, Spiel, tut mir leid. Okay. So, stirb, Fisch. Na, egal. Kann ich mitleben? Jetzt kommt er gleich. Ah, wie sollst du denn das machen, Mann? Geh doch, kacken. Energie. Leben. Okay, ein Save Point wenigstens. Oh Mann, was war denn das? Ja. Ich überlege gerade, ob ich das Spiel durchspiele. Ich bin mir nicht sicher. Also wie gesagt, ich bin nicht so der Jump'n'Run-Mensch. Ihr seht's ja. Es ist also. Wenigstens Feuer. Wow. Oh, stirb, Schneemann. Yeah, ich hab ihn, oder? Nein. Noch nicht. Stirb! Yeah, ich hab ihn, 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 ich hab ihn. Yes! Da ist Energie und das Ziel. Weiter geht's mit Over England. So. Mies. Oh, das ist dieses Side-Scrolling-Level. Ah, und ich muss Geschenke irgendwo reinliefern. Kann das sein? Und ich darf nirgendwo dagegen knallen. Ah, so viele Kinder, die keine Geschenke kriegen bei mir. Wow. Keine Geschenke für euch. Ihr wart böse. Ich meine, ich gebe ja auch böse Kinder, ne? Da. Ausgerechnet jetzt hängt's. Ausgerechnet jetzt. Ja, auf, ja klar. Natürlich. In der Pause hängt's nicht. Okay. So. 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 Okay, okay. Gut, gut. Nicht hängen. Weiter geht's. Das hängt gerade wirklich. War übel. Aber ich mach das Level jetzt so durch. Und ich hab das Level auch geschafft. Biometrical Access Code ist TNFRINNE. So, jeder merkt von euch TNFRINNE und ja. Ich würde sagen, das ist ein schönes Ende für das Special. Ich will das Game nicht durchzocken. So spaßig ist es nicht, aber es ist weihnachtlich, ja. Muss man dazu sagen. An sich muss ich auch noch dazu sagen, dass ich vor nicht mal einem Monat das Spiel ausprobiert habe, mal wieder seit langem, und war so schlecht drin, dass ich echt schon gedacht habe, das ist was. Das ist was, wo ich euch zeigen kann, wie mies ich eigentlich bin. Genauso wie bei Super Mario. Aber hier scheiße was. Ich hab das jetzt, wie oft bin ich gestorben? Zweimal? Ich meine, wow, geil. Okay, aber gut, als nächstes werde ich vielleicht Super Mario World oder so zocken. Das wird euch, glaube ich, definitiv interessieren. Einfach, weil ich schlecht bin. Und ich gerade zurzeit echt extrem Lust auf Super Mario habe. Die anderen Dinge bekommt ihr dann, wie gesagt, weiterhin. Ich mache natürlich noch weiter, aber ich habe halt ziemlich viel um die Ohren.
jetzt da auch noch das Radiomoderatoren-Gedöns dazugekommen ist. Also es ist nicht so ganz locker bei mir immer mit den Let's Plays, aber ich werde die auf jeden Fall machen. Da habt mal keine Angst. Ich bin nur jetzt nicht der ultra aktive Let's Player. Naja. Tja, was sei gesagt. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Frohe Weihnachten. Feiert schön mit der Familie. Und nach Weihnachten kommen noch ein paar Super Mario World Let's Plays, denke ich. So drei, vier Parts oder so. Und danach geht es dann wieder gewohnt weiter mit ne, Dingens da. Sagt mir's. Terranigma und Co. Okay. Tja, da werde ich dann nochmal guten Rutsch und so weiter. Aber im Moment frohe Weihnachten, frohes Fest. Genießt die Zeit, auch wenn sie oft ziemlich hektisch ist und ja, viele eigentlich eher schlecht als gut gelaunt sind. Macht's Beste draus. Ich wünsche euch was. Ich bin die Melone. Bis dann.